Hi Leute, Jigsaw hier. Ihr möchtet auf TikTok live gehen und so euren Content mit anderen Nutzern teilen? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf TikTok einen Livestream starten könnt und das unabhängig davon, ob ihr 1000 Follower habt oder nicht. Los geht's! Beachtet bitte, dass die Funktion TikTok live nur verfügbar ist, wenn ihr über 18 Jahre alt seid und keine der Community-Richtlinien verletzt habt. Öffnet zunächst TikTok. Klickt hier dann auf das Plus-Symbol und scrollt anschließend zu Live. Falls der Live-Button bei euch nicht verfügbar sein sollte, gibt es zwei Möglichkeiten, die helfen können, um das Problem zu beheben. Erstens, stellt sicher, dass ihr die neueste Version von TikTok auf eurem Gerät installiert habt. Ansonsten aktualisiert die App. Wenn ihr eure Apps regelmäßig updatet, stellt ihr sicher, dass ihr immer die neuesten Funktionen habt und mögliche Probleme behoben werden. Wenn ihr das überprüfen wollt, öffnet den App Store auf eurem iPhone. Tippt hier auf euer Profil in der oberen rechten Ecke. Dort findet ihr eure Account-Einstellungen. Scrollt herunter und dann seht ihr hier eine Liste von Apps. Sofern ein Update verfügbar sein sollte, klickt auf den Update-Button, um die App manuell zu aktualisieren. Wenn der Live-Button trotz des Updates auf die neueste Version nicht verfügbar ist, meldet TikTok das Problem, sodass sie euch helfen können. Bevor ihr eine Nachricht sendet, macht einen Screenshot von eurem Bildschirm, wo zu sehen ist, dass der Live-Button nicht verfügbar ist. Geht dann zu eurem Profil, klickt auf das Menü-Icon oben rechts und geht zu Einstellungen und Datenschutz. Scrollt nach unten zu Problem melden, tippt auf Live und wählt aus der Liste, wie starte ich ein Live aus. Zum Bestätigen klickt auf Nein und geht weiter zum Abschnitt Weitere Hilfe benötigt. Beschreibt euer Anliegen im Textfeld, fügt euren Screenshot hinzu und klickt auf Senden. Sobald eure Meldung gesendet wurde, wartet auf deren Antwort oder bis die Funktion in eurer App verfügbar ist. Um einen Livestream auf eurem Computer zu erstellen, können Windows-Nutzer das mit TikTok Live Studio machen. Leider ist dies zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht für macOS verfügbar. Für den Download-Link klickt auf die Infokarte oben rechts oder auf den Link unten in der Beschreibung. Ladet die App nun herunter und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation auf eurem Computer abzuschließen. Bevor ihr das Tool verwendet, meldet euch bei eurem TikTok-Konto an. Klickt auf den Bearbeiten-Button, um Details wie zum Beispiel den Titel für euren Livestream einzustellen. Richtet dann euren Livestream-Bildschirm im Dashboard ein. Um euren Windows-Bildschirm live zu übertragen, drückt auf den Button Vollbild hinzufügen in der Übersicht. Ihr könnt sogar von eurem Android- oder iOS-Gerät streamen. Beide Übertragungsmodi auf den Geräten können entweder über eine kabelgebundene oder auch über eine kabellose Verbindung erfolgen. Aber wie könnt ihr jetzt ein Live, während ihr spielt, auf eurem Handy starten? Um zu beginnen, klickt auf Cast und wählt eure bevorzugte Verbindung aus. Folgt den Anweisungen auf eurem Handy, um die Verbindung zu bestätigen, und klickt auf Quelle hinzufügen, um den Stream zu starten. Nachdem ihr euren Bildschirm erfolgreich gespiegelt habt, öffnet eure gewünschte App und beginnt zu spielen. Stellt im Live-Studio-Dashboard sicher, dass sowohl die Einstellungen System-Audio als auch das Mikrofon aktiviert sind, um sowohl euren internen als auch externen Ton aufzunehmen. Wenn alles eingerichtet ist, klickt auf den Go Live-Button. Sobald ihr live seid, könnt ihr im Live-Chat-Panel in Echtzeit mit euren Zuschauern interagieren. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!